Eva, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hi, Stell dich vielleicht mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vor. Erzähl uns vielleicht von deiner Rolle bei Teach for Austria und vielleicht auch deinen Beweggrund, hier anzufangen. Gerne. Also mein Hintergrund ist Psychologin. Ich habe während dem Studium und auch danach immer wieder in verschiedenen HR-Rollen gearbeitet, das heißt im Personalbereich, und war dann aber auch als Beraterin und Coach in der Jugendarbeit, wo ich vor allem mit jungen Frauen gearbeitet habe, die teilweise aus bildungsfernen Haushalten kamen und mit denen so Empowerment-Trainings und Coachings gemacht habe. Und durch die Begegnungen dort ist mir eigentlich auch bewusst geworden, wie wichtig es ist, noch viel früher anzufangen und anzusetzen und die Menschen eben schon im Kindergarten oder auch in der Schule zu unterstützen. Und Teach for Austria war mir irgendwie schon während dem Studium ein Begriff und ich kannte es irgendwie auch von Pitches auf der Uni und verschiedenen Vorträgen. Und ich fand es immer sehr toll, was Teach for Austria macht. Und als ich dann eben auf Reisen war und nach einer neuen Herausforderung gesucht habe, habe ich eben die Stellenausschreibung gesehen bei Teach for Austria als Selection Managerin. Und die zwei Bereiche, also zum einen eben Bildungsgerechtigkeit, Empowerment, aber eben auch HR-Prozesse und Personalprozesse, liegen mir eben sehr am Herzen. Und es war dann eigentlich die perfekte Kombi von mi für mich, mich bei Teach for Austria zu bewerben. Also, du gehörst sozusagen zum Auswahlteam bei Teach for Austria. Genau. Ja, deshalb haben wir auch heute das Thema Bewerbungsprozess. Es gibt ja immer wieder sehr, sehr viele Fragen über den Bewerbungsprozess und vielleicht ein paar Unklarheiten. Und heute hast du dich bereit erklärt, uns ein paar Insights und Tipps dazu zu geben. Möchtest du vielleicht mal erklären, welche Schritte der Bewerbungsprozess bei Teach for Austria umfasst und wie lange er in der Regel dauert? Sehr gern. Vielleicht sage ich noch kurz ein bisschen was zu meiner Rolle. Also ich bin eben Selection Managerin bei Teach for Austria. Das heißt, ich bewerte die Personen im Online-Prozess, aber auch dann im Assessment Center. Und dann sind wir eigentlich schon da, wie unser Prozess aufgebaut ist. Nämlich haben wir verschiedene Schritte. Wir haben einen mehrstufigen Bewerbungsprozess. Der erste Schritt ist mal die Online-Bewerbung, wo wir uns verschiedene, zum einen die formalen Kriterien anschauen, aber eben vor allem auch die Motivation und die bisherige Erfahrung. Und nach der Online-Bewerbung geht es dann weiter mit dem Assessment Center. Das ist eigentlich der größte und auch der letzte Schritt in unserem Bewerbungsprozess. Das ist dann ein ganzer Tag, wo wir uns die Bewerberinnen und Bewerber entweder vor Ort oder auch online nochmal genauer anschauen mit verschiedenen Aufgaben und Übungen. Und ich muss sagen, ich als Recruiterin kriege auch zu den einzelnen Schritten immer sehr, sehr viele Fragen. Deshalb habe ich ein bisschen heute auch was vorbereitet zu den einzelnen Schritten. Aber eine Frage, die ich auch sehr, sehr oft kriege: Wie wird die Entscheidung getroffen, welcher Bewerber in der nächsten Runde eingeladen wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wir arbeiten mit bestimmten Kriterien und sogenannten Kompetenzrastern. Das heißt, wir haben festgelegt, welche Kompetenzen die Bewerberinnen und Bewerber in den verschiedenen Runden mitbringen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Online-Bewerbung anschauen, dann schauen wir nochmal auf andere Dinge als dann im Assessment Center. Es gibt da aber ein sehr objektives Raster, nachdem wir jede einzelne Person auch bewerten. Und natürlich gibt es dann manchmal vielleicht Personen, wo wir uns unsicher sind, wo wir dann auch oft einen zusätzlichen Schritt noch einbauen im Bewerbungsprozess, nämlich ein telefonisches Gespräch, bevor es dann zum Assessment Center kommt. Also es ist auch so, es gab ja normalerweise zwei Online-Bewerbungsrunden. Mittlerweile jetzt gibt es eine Online-Bewerbungsrunde. Und als es noch zwei gab, habe ich oft die Frage bekommen, was ist bei der ersten Runde, wenn man da ja eigentlich Lebenslauf, vielleicht Sprachzertifikat und so weiter abgibt, was lässt dich da entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Welche Kriterien sind da wichtig? Weil die meisten sind etwas da verwirrt. Wieso gibt es so viele Runden normalerweise? Ja.
Also in der ersten Runde, beziehungsweise jetzt ist es quasi zusammengelegt, aber wir schauen es uns immer noch gleich an. Also es wurde aus Zeitgründen jetzt, weil wir immer näher bei der Deadline sind, vielleicht zum Verständnis, die zwei Runden zusammengelegt, aber sie sind immer noch gleich und sie werden jetzt auf einmal quasi durchlaufen. Wir schauen uns immer noch die gleichen Kompetenzen an, und zwar ist es in der ersten Bewerbungsrunde, wie du schon gesagt hast, ja, zum einen die formalen Kriterien, ob Deutsch vorhanden ist auf C1-Niveau und auch, ob ein Bachelorstudium oder ein Studium mit mindestens 180 ECTS absolviert wurde. Das sind so mal die formalen Dinge, die wir checken in dieser Bewerbungsrunde. Und dann schauen wir uns natürlich auch den Lebenslauf an. Und inwieweit die Person schon in ihrem Leben Verantwortung übernommen hat in verschiedenen Rollen. Das muss jetzt aber nicht eine bestimmte berufliche Rolle gewesen sein, es muss keine Führungsposition gewesen sein, sondern wir schauen uns auch zum Beispiel ehrenamtliche Rollen an, wenn jemand länger aktiv war. Und das schauen wir uns an, bewerten und basierend darauf laden wir dann die Person in die nächste Runde ein. Viele der Bewerber glaube ich auch, dass sie irgendwie unterrichtet haben müssen oder so direkt mit Kindern gearbeitet haben müssen, um weiterzukommen. Stimmt das eigentlich? Nein, gar nicht. Also natürlich ist es auch gut, wenn die Personen schon Erfahrungen haben mit Kindern, aber das ist überhaupt keine Voraussetzung für unser Fellow-Programm, weil wir vor allem eben auf diesen Verantwortungsaspekt schauen, und Verantwortung muss nicht in Bezug auf Kinder oder Jugendliche dagewesen sein, sondern Verantwortung kann eben verschiedene Ausformungen gehabt haben, wie zum Beispiel in einer Studierendenorganisation als Koordinatorin für Events oder ähnliches. Und vielleicht auch passend dazu, und vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps geben. Was ist denn so in einem Lebenslauf wichtig und vielleicht bei der Angabe der Motivation so im Allgemeinen? Also jetzt nicht direkt auf uns bezogen, sondern vielleicht, wenn man sich auch irgendwo anders bewirbt. Also bei Lebensläufen finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass sie strukturiert sind, weil es ist sehr anstrengend, wenn man die verschiedenen Informationen an ganz unterschiedlichen Stellen suchen muss, beziehungsweise zur Struktur gehören auch gute zeitliche Angaben. Das heißt, dass man entnehmen kann, wie lang war die Person in dieser Rolle, wie war die Rolle, also wie war der Titel der Rolle, aber auch, was waren die konkreten Aufgaben in der Rolle, weil oft sind sehr viele Unterschiede dazwischen, wie heißt die Rolle und was waren dann die tatsächlichen Aufgaben. Das heißt, für uns, wenn wir dann nur eben den Lebenslauf haben und nicht mehr Informationen, ist es sehr, sehr wichtig, auch ein paar dieser konkreten Aufgaben schon aufgelistet zu bekommen, zumindest für die letzten relevanten Berufserfahrungen. Und bezüglich der Motivation. Da ist es natürlich wahrscheinlich auch bei verschiedenen Bewerbungen circa ähnlich. Uns ist es vor allem auch wichtig, dass die Leute wissen, wo sie sich bewerben und auch für sich selber wissen, wieso sie sich genau bei uns, also bei Teach for Austria, bewerben. Das heißt, was ist Ihr Mehrwert, den Sie durch das Programm sehen, aber auch was wünschen Sie sich zu lernen und auch was Sie sich erhoffen für die Zeit während dem Programm oder vielleicht auch die Zeit danach. Also ich würde immer empfehlen, dass man sich die Arbeitgeber oder wo man sich halt bewirbt, ganz genau anschaut. Meistens sieht man es eher auch in der Kommunikation nach außen, wie ihr auch Instagram, Facebook und so weiter betreut, was irgendwie in der jeweiligen Organisation wichtig ist. Und vor allem bei Teach for Austria ist es natürlich wichtig, zum einen, dass wir ein Leadership Development Programm sind und dass wir uns für gleiche Bildungschancen einsetzen. Da das Stichwort Leadership jetzt gefallen ist, die Bewerber müssen ja immer angeben, wo sie Leadership gezeigt haben. Das hast du es vorhin noch ein bisschen erklärt. Willst du es uns jetzt auch noch mal genauer erklären? Weil viele fragen immer, was ist genau mit Leadership gemeint? Was ist mit Verantwortung übernehmen gemeint? Also Leadership, du hast eh gerade auch selber schon ein bisschen erklärt. Unter Leadership hat man ja verschiedene Ideen auf dem Kopf. Manche Personen verbinden es immer mit einer Führungsposition, dass
ist bei uns nicht so, sondern es kann natürlich auch eine Führungsposition sein, muss es aber nicht. Und zwar geht es eben bei uns um Verantwortungsübernahme, dass man in einer Rolle, in einer Position Verantwortung hatte und durch diese Verantwortung auch zu einer Veränderung beigetragen hat oder eben eine Veränderung bewirkt hat. Das ist so unsere Teach for Austria-Definition von Leadership. Und gleichzeitig ist es für uns auch wichtig zu betonen, dass wir glauben, dass man auch unabhängig von einer bestimmten Position oder Hierarchie Verantwortung übernehmen kann. Das heißt, auch wenn ihr vielleicht denkt, okay, ich kann mich jetzt nicht bewerben, weil ich hatte ja noch keine Leitungsposition, so sehen wir eben Leadership nicht, sondern Leadership ist eben mehr für uns, als jetzt einfach eine Leitungsposition zu haben. Okay. Und vielleicht wäre so vielleicht noch interessant zu wissen, was wäre für dich zum Beispiel ein Grund, jemanden aus dem Prozess rauszuschmeißen, abzulehnen? Also wir haben da eben unsere Kompetenzraster, nach denen wir genau schauen. Also man kann eben verschiedene Punkte erreichen bei uns im Bewerbungsprozess. Und wenn die Person diese Punkte nicht erreicht, dann kommt sie auch nicht weiter in die nächste Bewerbungsrunde. Und natürlich eben auch die formalen Kriterien, wenn die nicht erfüllt sind, kann die Person auch nicht weiterkommen. Bei uns wären die formalen Kriterien Deutsch, C1 Sprachniveau und was war das? Studium absolviert haben mit mindestens 180 ECTS und auch eine gültige Arbeitserlaubnis in Österreich zu haben. Ja. Und dann kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt im Bewerbungsprozess, das Assessment Center. Ich glaube, das ist so die größte Angst der meisten Bewerberinnen und Bewerber. Sie machen sich immer sehr, sehr viele Gedanken und besonders über die Lehrprobe, die vorbereitet werden muss. Wie findest du, kann man sich da am besten vorbereiten, sodass man wirklich bereit ist für das Assessment Center und das locker ohne Stress durchstehen kann? Also ich glaube, ein bisschen Stress ist immer dabei. Das ist auch ganz normal bei einer Auswahlsituation. Es wäre wahrscheinlich gar nicht gut, wenn man überhaupt keine Aufregung verspürt. Aber deine Frage war in Bezug auf die Lernprobe oder das Bildungsangebot, eben wenn es der Ready-Track ist. Und zwar, du hast es eh auch irgendwie schon angesprochen, ist die Vorbereitung sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich früh genug, also sobald man halt die Einladung zum Assessment Center bekommt, überlegt, zu welchem Thema man es machen möchte. Da hat man dann auch ein paar Auswahlmöglichkeiten bei uns. Das bekommt man dann mit der Einladung zum Assessment Center. Und auch, was ist das Ziel und welche Altersgruppe bespielt man hier. Und das dann am besten auch ein paar Mal durchzuspielen, vielleicht mit verschiedenen Personen, damit man auch ein bisschen sicherer wird in dem. Und ja, ein bisschen Aufregung ist immer dabei, aber ich glaube, gute Vorbereitung auf alles, was man vorbereiten kann, ist sehr wichtig, weil wir geben schon auch detaillierte Angaben, was einen beim Assessment Center erwartet. Und da kann man sich schon auch recht gut darauf vorbereiten. Ein Teil ist natürlich immer auch irgendwie Überraschung, aber wenn dann zumindest die Lehrprobe oder das Bildungsangebot mal absolviert ist, dann sieht man meistens auch ein bisschen Erleichterung bei den TeilnehmerInnen, weil das doch oft der aufregendste Teil im Bewerbungsprozess ist. Und an der Stelle wollte ich vielleicht nur sagen, wir haben ein Video aufgenommen zum Assessment Center, was ja auch auf unserer Homepage, Website findet. Das heißt, da bekommt man auch nochmal so einen Live-Einblick, wie so ein Assessment Center abläuft und auch wie es bei uns im Büro aussieht. Das ist oft auch ganz schön, um dann vielleicht ein bisschen entspannter in diesen Auswahlprozess gehen zu können. Ich muss auch sagen, viele stellen sich das stressiger vor, als es tatsächlich auch ist. Ich höre auch von vielen Bewerberinnen und Bewerbern am Ende, das Assessment Center war eigentlich voll cool, habe das gar nicht so erwartet, habe mich vielleicht zu viel gestresst, als es doch nötig war. Mhm. Und eine wichtige Frage noch wäre, es gibt ja Ready und Go, das wisst ihr wahrscheinlich schon alle, aber Ready ist Kindergarten, der Einsatz im Kindergarten und Go ist der Einsatz in der Mittelschule oder polytechnischen Schule. Oft kriege ich auch die Frage, ist das Assessment Center für Ready und Go dasselbe?
Prinzipiell sind die Kompetenzen, auf die wir schauen und die wir aussuchen, gleich bei Ready oder Go, aber natürlich ist es angepasst an den Einsatz oder an die Altersgruppe. Das heißt, der größte Unterschied ist zum einen auch die Lehrprobe bzw. das Bildungsangebot, das einfach für Kinder im Kindergartenalter anders zu gestalten ist als natürlich eine Lehrprobe für MittelschülerInnen. Das ist so der Hauptunterschied. Und wir arbeiten auch mit verschiedenen Fallstudien, die natürlich auch immer an den jeweiligen Kontext angepasst sind. Das heißt, entweder an den Schulkontext oder an den Kindergarten. Okay. Und ist es so, dass wirklich alle schaffen können an einem Assessment Center, oder gibt es eine bestimmte Anzahl an Leuten, die es schaffen kann und die andere Anzahl ni nicht? Oder Ja, wie? das ist eine sehr gute Frage, die uns auch öfter gestellt wird. Wir haben keine bestimmten Quoten, die wir erreichen müssen im Assessment Center. Das heißt, das ist uns auch wichtig für die Atmosphäre, die irgendwie beim Assessment Center geschaffen wird. Natürlich haben wir am Ende des Jahres eine gewisse Anzahl von Plätzen, die wir füllen, aber beim Assessment Center selbst haben wir keine bestimmte Anzahl, die wir erreichen müssen oder nicht erreichen müssen. Das heißt, es können alle aufgenommen werden oder auch niemand, was uns auch immer wichtig ist zu betonen, weil wir auch wollen, dass die TeilnehmerInnen miteinander arbeiten und sich als Team verstehen und nicht als KonkurrentInnen, sondern wir schauen wirklich auf die Kompetenzen, die jede einzelne Person mitbringt und abhängig davon entscheiden wir dann, ob die Person zum Fellow-Programm passt, beziehungsweise da vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, das Assessment Center ist ja auch immer so für die Teilnehmenden eine Option zu schauen, ist das Programm das, was ich eigentlich möchte? Weil auch die BewerberInnen lernen ja uns besser kennen beim Assessment Center, die Organisation, aber auch bekommen noch einen besseren Einblick dann in das Fellow-Dasein. Das heißt, es ist auch eine schöne Möglichkeit, was über sich selbst, seine Fähigkeiten zu lernen und auch für sich selber dann zu entscheiden, ob das Fellow-Programm was ist, was man machen möchte. Okay, und das Assessment Center ist in zwei Teile geteilt, stimmt das? Vielleicht Genau. kannst du dazu was sagen? Also prinzipiell sagen wir immer, die Teilnehmenden sollen den ganzen Tag frei halten fürs Assessment Center. Wir haben dann also den Vormittag und den Nachmittag, wobei wir eben nach den Übungen am Vormittag eine erste Entscheidung treffen, ob die Person auch in den Nachmittag eingeladen wird, das heißt ins Interview. Der Nachmittag ist dann nur mal eine Q&A-Session, wo auch die BewerberInnen nochmal alle Fragen zum Programm, zur Organisation stellen können und im Anschluss dann ein Einzelinterview. Und meine Kollegin und ich werten aber schon in der Mittagspause quasi den Vormittag aus und schauen uns an, ob die Person es auch ins Einzelinterview dann geschafft hat. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand das Assessment Center jetzt nicht schafft, egal jetzt ob im Vormittag oder Nachmittag, was passiert dann unsererseits? Es ist so, dass wir dann immer auch die Möglichkeit, also geben Feedback einzuholen. Das heißt, wenn eine Person am Vormittag zum Beispiel rausfliegt, beziehungsweise es nicht in den Nachmittag schafft, dann geben wir schon beim Endgespräch Feedback, wenn die Person das möchte. Das heißt, wir geben zu jeder Übung, die es gab am Vormittag, individuelles Feedback der Person, weil wir natürlich auch möchten, dass die Personen viel mitnehmen können von diesem Auswahltag und natürlich auch sich nächstes Jahr wieder bewerben. Zum Beispiel, wenn sie sehen, sie möchten das immer noch machen, weil es natürlich immer eine Momentaufnahme ist. Und man sieht, also wir sehen auch immer nur das, was die Teilnehmenden uns an diesem Tag halt zeigen. Und es kann natürlich sein, dass wenn eine Person das Feedback auch gut umsetzt, dass sie dann nächstes Jahr sich genauso wieder bewerben kann und dann Fellow wird. Und auch am Nachmittag, also auch wenn die Person es schafft oder nicht schafft, es gibt immer die Möglichkeit, uns noch Feedback zu fragen. Das heißt, einfach uns ein E-Mail schreiben und wir versuchen uns da wirklich viel Zeit zu nehmen, um dann zu jeder Übung auch ein Feedback zu geben, ist auch eine Option, wenn die Person den Auswahlprozess geschafft hat. Und vielleicht wäre noch voll interessant zu wissen, wie wurde bisher das Feedback und die Verbesserungsvorschläge von den Bewerberinnen und Bewerbern aufgenommen und umgesetzt?
Und vielleicht hast du auch eine coole Geschichte zu jemandem, der dann im nächsten Jahr nochmal gekommen ist und sich nochmal beworben hat, es doch geschafft hat und am Ende Fellow wurde. Ja, also wir hatten gerade dieses Jahr eine Person, die sich bereits letztes Jahr beworben hat und dann das Feedback super umgesetzt hat und wir auch zu der Person gesagt haben, gerne, du kannst dich nächstes Jahr wieder bewerben und die jetzt tatsächlich Fellow 23 wird. Also das geht auf jeden Fall und ist ja auch sehr schön zu sehen, dass dann eine Person auch das Jahr drauf ist, wieder probiert. Und was ja für uns sehr wichtig ist, ist ja auch das Entwicklungspotenzial und auch so die Fähigkeit, Feedback annehmen zu können oder mit Feedback arbeiten zu können. Und das können wir dann super auch beobachten, wenn sich eine Person zum Beispiel wieder bewirbt. Natürlich ist es auch immer unterschiedlich, wie Feedback angenommen wird. Natürlich, wenn man gerade eine Absage bekommt, dann ist es oft auch schwieriger in dieser Situation, vielleicht Feedback anzunehmen. Der Großteil der BewerberInnen ist aber immer sehr dankbar, auch dass sie Feedback bekommen und nutzen das auch, dass sie uns nochmal nach Feedback fragen und sind im Großen und Ganzen recht dankbar, weil das ja doch auch in vielen Bewerbungsprozessen bekommt man ja auch kein konkretes Feedback. Das heißt, ich habe das schon etwas, was prinzipiell geschätzt wird, dass wir uns da die Zeit nehmen und auch nochmal Feedback geben. Und ist ja auch für die BewerberInnen natürlich schön, wenn sie schon so viel Zeit auch in unserem Prozess gesteckt haben, dann zu wissen, woran es vielleicht gescheitert ist, warum es nicht geklappt hat oder warum es eben geklappt hat. Ich würde auch sagen, bei uns ist auch Feedback wirklich so an erster Stelle, auch nicht nur für die Bewerberinnen im Bewerbungsprozess, sondern auch jetzt für uns hier im Büro. Und auch während der Sommerakademie und so weiter spielt Feedback und Reflexion eine sehr, sehr große Rolle. Und vielleicht noch als Tipp, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so siehst, es ist immer wichtig, auch irgendwo sich selbst treu zu bleiben und authentisch zu bleiben während dem Assessment Center, während dem Forschungsgespräch und so weiter. Findest du das auch? Auf jeden Fall. Also es ist natürlich wichtig, viel von sich zu zeigen und auch möglichst authentisch sich zu zeigen. Natürlich geht das vielleicht nicht in jeder Bewerbungssituation immer, aber man spürt das schon, auch wenn man jemandem gegenüber sitzt, ob das jetzt ehrlich ist, ob das jetzt authentisch ist. Und wir wollen ja auch sehr verschiedene Persönlichkeiten in unserem Fellow-Programm, deswegen an jeden eigentlich nur einfach der Aufruf auch, sich so zu zeigen, wie er halt seid und natürlich auch immer in Anbetracht dessen, dass es eine Auswahlsituation ist, aber Authentizität ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt in unserem Fellow-Programm. Und vielleicht auch als kleine Erleichterung für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Recruiterinnen und Recruiter begleiten immer während dem Bewerbungsprozess. Das heißt, sollten noch Fragen offen stehen, könnt ihr uns immer ansprechen und alles fragen, was ihr wollt. Wir werden euch eure Fragen beantworten, sodass ihr sicher durch den Prozess geht. Und ja, wir kommen eigentlich schon ziemlich dem Ende zu. Ich freue mich, dass du heute dabei warst, Eva. Ich mich auch, danke für die Einladung. Und dich bereit erklärt hast, alles zu beantworten und den Zuschauerinnen und Zuschauern, vielleicht auch Bewerberinnen und Bewerbern zu helfen und ihnen kleine Tipps und Insights zu geben. Also ja, danke, dass du da warst. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Live-Video. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Bewerbungen noch sehen werde bis zu unserer letzten Deadline Mitte Mai. Ja, und ich hoffe, dass ich noch mit vielen Bewerberinnen und Bewerbern sprechen werde. Sehr schön. Okay, dann verabschiede ich mich mal. Tschüss an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und auch tschüss an dich, Eva. Ciao, danke.